Hallo YouTube, hier ist wieder euer Papa E. Heute mit dem Unboxing oder Auspacken des Galaxy S5. Das gibt es schon häufig auf YouTube, aber ich habe gedacht, warum soll ich nicht auch nochmal auspacken in meiner ganz eigenen Art. Das ist der Karton, so wird es geliefert. Sehr klein, wie eine Handfläche. Frühere Handys von mir waren größer. Auf dem Karton der Hinweis Samsung Galaxy S5. Hier ein Hinweis darauf, dass das Gerät in der EU verwendet werden sollte oder zumindest erstmalig in der EU verwendet werden sollte. Hier die Spezifikationen des innenliegenden Smartphones. Hier das Originalitätssiegel, welches noch nicht gebrochen sein sollte. Und hier hinten, was das Smartphone alles kann. Diejenigen, die sich so ein Teil bestellen, kaufen, wie auch immer, wissen das aber und deshalb gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Ich will einfach nur das Päckchen öffnen. Das erste Mal. Ja, und so stellt sich das dann dar. Drinnen ist, wie zu erwarten, das Samsung Galaxy S5. Deutlich größer als mein bisheriges Smartphone, ein altes Nokia. Was ist es? Ich habe die Variante in Schwarz bestellt. Was ist noch drin? Wir werden es sehen. Eine Zusammenstellung von Handbüchern, Informationen, Schnellstartanleitungen, ein Ohr-in-Ear-Ohrhörer, neue Ohrmuscheln, andere Ohrmuscheln für den In-Ear-Ohrhörer, für die verschiedenen großen Ohren, ein Stecker für das USB-Ladegerät. Ein USB-Kabel und der Akku. Legen wir mal hier hin. Ja, das ist alles, was dabei war. Unspektakulär. Ich schaue jetzt hier nochmal durch. Das ist eine englische Kurzanleitung. Irgendwas von der WM übrig geblieben. Eine Garantiekarte. Ein wichtiger Hinweis zur LTE-Nutzung, dann Verbindungshinweise zum Rechner oder Tablet und grenzenlose Möglichkeiten, die Pro-Serie von Samsung und auch hier eine Kurzanleitung in Deutsch. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet profitieren. Habt einen kurzen Eindruck bekommen und ich wünsche mir selber viel Spaß mit meinem neuen Smartphone, mit dem ich dann natürlich auch solche Videos aufnehmen kann in 4K-Qualität. Und tschüss, euer Papa E.